Maniok ist eine Pflanze, was uralt ist und nicht groß gezüchtet. Und es muss nicht groß gezüchtet sein, weil es ist sehr hitze- und wasserresistent. Sowohl zu viel Wasser als zu wenig Wasser. Insekten kommen nicht dran. Und deswegen sind unsere Felder sozusagen bio, sozusagen, weil sie nicht gespritzt sind und sie haben keine künstliche Dünger, weil sie das nicht brauchen. Unser Hauptprodukt ist das Maniokmehl. Das kann wirklich für alles benutzt werden. Ich sage immer, man kann mit dem Maniokmehl alles backen, außer Croissants. Von Brote, Brötchen, Pfannkuchen, Pizza, Waffeln, Kuchen, Keks, Gnocchis, Spätzle, Nudeln, Soßen andicken, Porridge, also die ganze Bandbreite kann man mit Maniokmehl backen und die Rezepte kann man auf unserer Webseite finden. Hallo Leute, willkommen zur zweiten Folge hier mit dem Alan Harms. Willkommen zurück, Alan. Ja, hallo, vielen Dank. Du hast zum Abschluss in der letzten Folge, da haben wir drüber gesprochen, über ja, Getreide, Gluten, Alternativen, über Maniok, über deine Vergangenheit und so weiter, wie du da hingekommen bist, wie dein Leben so aussah. Und du hast am Ende gesagt, Richtung ja, kleine Läden unterstützen und so weiter. Und du hast auch erwähnt, dass du gerne zum Wochenmarkt gehst. Und ich denke, dass viele der Zuhörer sich ja auch gerne auf den Wochenmarkt begeben, da einkaufen, weil da gibt es aus meiner Erfahrung auch ja oft, ich sag mal, natürlich lokale, gute Kontakte zum einen zu den Bauern und zum anderen natürlich auch oft Bio-Lebensmittel beziehungsweise einfach unbehandelte Lebensmittel. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Gehst du jede Woche auf den Wochenmarkt? Kaufst du alles auf dem Wochenmarkt? Wie ist es bei dir? Genau, also ich bin zu einem leidenschaftliche Wochenmarktkäufe geworden. 2012 war das erste Mal, dass ich auf dem Wochenmarkt gegangen bin, um tatsächlich einmal meinen Einkauf zu machen. Das war der Winter, wo es richtig kalt war. Ich habe einen guten Kumpel von mir, der auch wilde Ernährungsform gerne betreibt, getroffen, auch aus den USA und ich weiß noch, dass es 12 Grad Fahrenheit war an dem Tag, das heißt, weiß ich nicht, sehr weit unter Null Celsius, wahrscheinlich minus 15 oder so. Aber ja. In Münster, es kann schneien und der Wochenmarkt findet statt. Es kann Corona geben und der Wochenmarkt findet statt. Und das finde ich sehr schön. Und damals sagte ich mir, ach, willst du dich wirklich jeden Samstagvormittag einen Termin haben, wenn du anfängst, auf dem Markt deinen Einkauf zu machen? Das wird dein Wochenende sehr einhemmen. Und das war einer von den Gründen, weshalb ich gesagt habe, ach, vielleicht mache ich das nicht oder so. Aber weißt du, wir haben uns auf dem Markt getroffen, wir haben dort schön Kaffee getrunken, ein paar Stände besucht und gekauft und das war eine ganz nette Erfahrung. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns nächstes Wochenende auch auf dem Markt treffen. Und so fing das an, dass wir uns jede Woche auf dem Markt getroffen haben. Und das war für mich ein festen Teil von meinem Kalender des Wochenendes eingebaut, ohne darüber nachzudenken, was mache ich dann Schönes am Wochenende. Weißt du, und wer hat Spaß, einkaufen zu machen? Beziehungsweise für wen ist das ein schönes Termin. Für die meisten nicht. Für mich davor war das überhaupt kein schöner Termin im Supermarkt abzuhängen. Ja. Ist eigentlich traurig, und, ne? Das, ja. Ja. Mhm. Und vielleicht ich als Bauernkind fühle ich mich auch ein bisschen da angezogen, weil
Es gibt ja viele Bauern, die auf dem Wochenmarkt sind. Es gibt aber auch natürlich viel einfach Großhändler auf dem Wochenmarkt. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber da haben wir als Käufer die Wahl. Und da können wir das unterstützen, was uns gefällt, was wir mehr von haben wollen. Ja, es war auch dieser Gedanke, dass es so ein Stressthema eher ist, ne, mit dem Einkaufen und so. Und auf dem Wochenmarkt, da ist es ja so, wenn ich jetzt daran denke, wo ich meistens, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe, das ist einfach so herzlich. Also das ist so, die freuen sich richtig so, ja, danke, dass ihr hier einkauft oder du einkaufst, ne? Und dann nehme ich 10 Packungen Eier, dann kriege ich noch irgendwie Rabatt und so und gefühlt geben sie dir noch Geld wieder, als dass du Geld eigentlich hingibst. Genau. Ja, weil die sich so freuen und im Laden hast du irgendwie so einen Kassierer, danke, tschüss. Ja, ja, wirklich. Und ich muss sagen, also ich habe das dann damit angefangen und das kurz danach, so ein Jahr später war ich mit, oder vielleicht in demselben Jahr ein bisschen, habe ich meine Ernährung umgestellt, sodass ich Paleo mehr gegessen habe. Und bei einer ursprünglichen Paleo-Ernährung kannst du fast alles auf dem Markt kriegen. Besonders wenn du, also ich muss sagen, ich bin gesegnet, in Münster zu wohnen, weil Münster hat eine von Deutschlands schönsten Märkte. Weil wir umsingelt vom Münsterland sind und dadurch sehr viel im Angebot haben. Also ich weiß letztens, ich musste Frischhefe kaufen und ich habe nur aus Neugier bei meinem Milchhändler gefragt, ja, kann man hier Frischhefe kaufen? Ja, bei mir. Also wie viel willst du haben? Weißt du, wo ich dachte, es ist so, dass ich heutzutage im Supermarkt gehe, einfach nur, wenn ich dunkle Schokolade haben möchte. Oder, und das könnte man zeitweise auch auf dem Markt kaufen, aber jetzt gerade ich nicht, aber, oder Reis. Man kann aber Risotto-Reis auf dem Markt kaufen. Oder manche andere Sachen, aber es ist jetzt so, dass ich nur jede paar Wochen zum Supermarkt muss. Und das finde ich total toll. Deine Frage war, genau, dieses Stressthema. Wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem nett gequatscht hast im Supermarkt? Also man würde nie auf die Idee kommen, jemanden anzuquatschen auf dem Markt, aber im Supermarkt. Aber wenn man auf dem Markt ist, irgendwie kommt man ins Gespräch, weil du redest mit dem Händler, mit dem Marktverkäufer, und er sagt etwas laut und alle Kunden um dich herum hören das und plötzlich ist man in ein Gespräch zusammen. Und ich kenne so viele Leute, so viele Freunde heutzutage, die ich einfach auf dem Markt kennengelernt habe. Und ich bin mir sicher, dass weil viele Leute sagen, ja, das ist aber gut, ich wohne nicht in Münster, ich habe keinen Riesenmarkt zur Verfügung. Ich sage die Leute, besuch einfach den Markt, den du hast. Weil wenn mehr Leute da auf die Idee kommen, Märkte zu unterstützen und da das Lebensmittel zu essen, werden wir diese Nachfrage steigern. Und wenn die Nachfrage steigt, dann irgendwann mal haben wir mehr davon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir als Gesellschaft, wir würden viel mehr profitieren, wenn wir auf Märkten gehen würden. Allein von der Tatsache, dass wir mehr über unser Lebensmittel auseinandersetzen und wo das herkommt. Und das hat viele Auswirkungen auf die Umwelt. Und dann diese ganze Themen mit Gesellschaft. Heutzutage können wir lebenlang hinter unserem Handys hocken oder der Fernseher. Und wir gehen nicht mehr auf die Straße und lernen uns Leute kennen und kommen in Berührung mit Leuten. Und das ist das Schöne, finde ich, auf dem Markt.
Auf jeden Fall, das ist auch, ich finde, das ist auch so ein, was du angesprochen hast. Für mich ist das so ein Zeitersparnis, weil wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder so, im Supermarkt musst du halt die echten Lebensmittel meistens erstmal richtig suchen. Außer ja. Du hast jetzt Obst und Gemüse, okay, das ist dann schon meistens einheitlich zu erkennen, dass ja. es nicht verpackt ist oder so. Aber wenn du dann wirklich andere Sachen auch so, dann musst du so ewig suchen, dass du wirklich in diesem Regal mit 20.000 Produkten das eine oder die zwei echten Lebensmittel noch aus diesem Regal entdecken kannst und ja. Das ist dann oder, so zeitaufwendig. Oder wenn du sagst, weißt du, auf dem Markt kannst du jemand sagen, habt ihr das und das? Nein, eigentlich nicht, aber das könnte ich produzieren oder das könnte ich dir nächste Woche bringen. Ja. Oder wie du erwähnt hast, das passiert oft und sehr oft, wenn ich, warum auch immer, wenn ich Gäste mitbringe. Dann, das war vor 2 Wochen, war ich bei einem Italiener, habe italienischen Speck gekauft auf dem Markt und dann hat die Frau mir ein, wie heißt das, Schmelzkäse? Mhm. Ja, oder Ofenkäse, eine von diesen Käsen, die ihr habt, die man dann im Ofen stellt. Und ich wusste nicht, wie man damit umgeht, aber mein Kumpel schon und er so, sie hat dir das einfach gegeben. Und ich so, ja, genau, das ist manchmal so. Ja. Und es ist oft so. Mhm. Das findet man nie in einem Supermarkt. Das stimmt, ja. Im Supermarkt ist eher so die Kinder so, ah, darf ich mir einen Apfel nehmen? Und so, na, das ist Diebstahl. Und dann ja, auf dem genau. Wochenmarkt so, Kind, willst du noch einen Apfel? Ja. Ja. Oder ja, genau, jedes Kind, der beim Metzger ist, dann kriegt er ein ein Stück Leber. Hand. Ja, genau. Willst du noch Leber, mein Kind? Oh, ja, gerne. Wie wird denn beim Thema Root, du hast erwähnt, du hast da gesehen auch, glaube ich, ne, in Südamerika, wie die das angebaut haben und so weiter. Ist denn das Mehl, was ihr jetzt verwendet, was du verwendest, das kommt das auch von dort oder wo, je nachdem, was du sagen genau. willst, auch, ne? Wie wird das angebaut also, so? Wir bekommen unser Mehl aus Peru. Ich hatte am Anfang auch in anderen Ländern oder sagen wir mal andere Kontinenten gesucht, aber da ich sehr vertraut mit Lateinamerika bin und die Sprache spreche, hatte ich das Gefühl, nicht hinter einem riesen Vorhang zu sein von der Ferne, sondern fühle mich viel näher. Ja. Mhm. Und wir arbeiten dort mit, beziehungsweise ich mit dem Hersteller arbeiten mit Kleinbauern zusammen, die das Maniok anbauen. Und Fun Fact, oder eigentlich nicht so fun, sondern eher ein bisschen für mich frustrierend, ist, dass am Anfang, wir bezahlen zum Beispiel die Bauern fairen Marktpreisen, weil wir direkt von denen kaufen, durch diesen Direktkauf. Und ich wollte dann ein Fair-Siegel bekommen. Und die Frau am Telefon hat gesagt, ja, dann die Bauern müssen dies und das und das und sie müssen in einem Verband sein. Und ich so, ja, aber wir arbeiten mit unabhängigen Bauern, so wie meine Eltern waren, unabhängig. Mhm. Was eigentlich jeder Mensch sein möchte, unabhängig sein. Und sie so, nee, sie müssen alle in einem Verband sein. Und ich war so wütend, dass Kleinbauern, die eine Existenz auskratzen als unabhängige Bauern, dass diese Art von Geschäft nicht als fair bezeichnet werden kann. Weil die Richtlinien nicht erfüllt werden und so. Ja, oder zumindest von diesem Verband. Ja, ich habe viel Respekt für diese ganze faire Bewegung verloren oder nicht die faire Bewegung, sondern die Zertifizierung. Die Siegel davon. Und so. Die Siegel. Weil ich dachte mir, ach, das kann nicht wahr sein. Und ja. Das heißt, die Bauern müssten in diesen Verband eintreten, was mit mehr Aufwand, vielleicht auch mehr Kosten verbunden ist, damit du dann das Siegel machen kannst und die quasi im ja. da gelistet werden oder so. Mhm.
Das ist ja wahrscheinlich bei Kaffee und ähnlich, oder? Ja, würde ich sagen. Mhm. Und dann denke ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du für einen Verband arbeitest als Kleinbauern, wie das wirklich ist. Mhm. Weil gut möglich ist es, dass du nicht wahnsinnig viel Geld verdienen kannst, weil jemand über dich sitzt oder so. Aber da, also ich kann nicht da reinreden. Nur, mhm. Ja. Zuletzt, also jede Charge, die wir bekommen, kommt dann von einem Bauern. Und das ist dann anders jedes Mal. In der Regel, unsere jetzige Charge, was gerade gekommen ist, kommt tatsächlich von mehrere junge Bauern, die sich zusammengeschlossen haben. Da könnte man sagen, dass das eine Art Verband ist, aber es ist kein offizieller Verband. Es ist einfach so, dass sie alle zusammengekommen sind, um Maniok anzubauen. Oder ja. Maniok unter anderem. Da hat wahrscheinlich eh keinen Sinn, aber das wird nicht chemisch behandelt oder irgendwas dergleichen, vermute ich mal, weil es ist ja auch unter der Erde, ne? Dann bringt es ja eh nicht so viel. Ja, und außerdem, Maniok ist eine Pflanze, was uralt ist und nicht groß gezüchtet, und es muss nicht groß gezüchtet sein, weil es ist sehr hitze- und wasserresistent, also für sowohl zu viel Wasser als zu wenig Wasser. Insekten kommen nicht so oft dran, und deswegen sind unsere Felder sozusagen bio, sozusagen, weil sie nicht gespritzt sind und sie haben keine künstlichen Dünger, weil sie das nicht brauchen. Mhm. Und darüber hinaus, wir haben so viele, also heutzutage in der Landwirtschaft haben wir so viele Probleme mit Insekten, weil wir Monokulturen überall haben. Wenn man eine ganze Feld Weizen hat, dann, wenn ein Insektplage reinkommt, sagt er, juhu, ich kann hier mich tot vermehren oder sehr, sehr viel vermehren, weil ich nur Weizen um mich herum habe. Und das ist genau das, was ich fresse. Und da, wo das Maniok angebaut wird, ist es so, dass die, oder bei unseren Feldern, es gibt auch Monokulturfelder von Maniok, aber da wir mit Kleinbauern arbeiten, haben sie Nutzpflanzen in den Feldern angebaut, für die Tiere oder für unterschiedliche Zwecke. Und das heißt, dass wir unterschiedliche Pflanzen innerhalb des Feldes haben, und das bietet sich mehr an, dass kleine Ökosystem für nicht nur die Insekten, die fressen, sind, sondern auch für die Insekten, die solche Insekten fressen. Mhm. Permakultur, so Kreislaufwirtschaft. Genau, diese Kreislauf. Mhm. Und das ist ja auch ein Vorteil. Mhm. Wie lange wächst so eine also wenn du das weißt, ne, wie lange wächst so ein Ding in der Erde, bis es dann rausgeholt wird? Ja, ungefähr so 10 Monaten kann man sagen. 10 Monate, krass. Ja, also es ist lange Zeit, weil das eine Art Strauch ist. Mhm. Und genau. Ja, das ist schon krass, ja. Ja. Ich muss mir vorstellen, kann dann eine Ernte irgendwie beeinträchtigt sein? Also kannst du irgendwie, gibt es irgendwie, keine Ahnung, Umweltbedingungen, die dann dafür sorgen können, dass eine ganze Ernte vielleicht hinüber ist, ohne dass die Bauern das vorher merken, dass unter der Erde irgendwas passiert, dass es anfault, dass irgendwelche Käfer, es ist schon... Nicht, dass ich wusste, aber da steige ich nicht 100% rein, ja, um das zu beantworten. Ja. War jetzt nur so Interesse, aber wenn die ein Jahr quasi fast drauf warten, das ist ja schon ein Risiko. Ja, das wäre bitter. ja. Nee, das wäre bitter. Ein anderes Problem aber, was die meisten Leute nicht wissen und weshalb sie unbedingt unsere Marke kaufen sollten, ist, dass Maniok anfällig für Blei und andere Schwermetallen ist. Das ist nicht so, weil die Böden versäumt oder so sind, sondern
unsere Böden haben auf natürliche Weise Schwermetallen drin. Und manche Pflanzen so nehmen diese Schwermetallen mehr auf als andere Pflanzen. Und bei Maniok ist das definitiv der Fall. Und wir machen Proben für jede Charge Mehl, was reinkommt, ob das die Werte hat oder nicht. Und wir müssen mal tonnenweise Mehl wegtun, einfach aus diesem Grund. Mhm. Und ich weiß aus Analysen, dass vielen anderen Firmen oder die meisten, ich glaube, fast keine macht Analysen für sowas. Mhm. Ja, das ist interessant. Also es ist quasi die Gefahr, dass wenn irgendwo ein, ich sag mal, günstiges, billiges, wie auch immer wir es nennen wollen, oder ein anderes Produkt einfach gekauft wird, das nicht drauf getestet wird, dass wir uns dann eine extrem hohe Bleibelastung damit reinfahren, wenn wir es viel essen und konsumieren. Und ja. 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 Ist denn, wenn du Bock hast, wir können ja auch gerne mal in den Bereich reingehen, wie das Mehl dann konkret so angewendet werden kann, was es auch so vielleicht für Praxisbeispiele gibt. Also ja. Hier im Podcast, ich meine, es hören unterschiedliche Menschen zu. Ich würde mal sagen, es hören Menschen zu, die sind eher so für Sport begeistert, für Bewegung, für ihre Gesundheit. Es hören sicherlich auch Leute zu, die einfach in ihrer Familie vielleicht ein bisschen was gesünder gestalten wollen und das da im Alltag irgendwie integrieren wollen. Gibt es so für die zwei Gruppen, gibt's da von deiner Seite Empfehlungen zu sagen, okay, wenn ich regelmäßig trainiere, wenn ich an, ne, so wie du machst jetzt eine bestimmte Ernährung nochmal. Hast du da so ein paar Tipps, Tricks, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung? Also ich weiß, was ich bei der letzten Folge mal was sagen wollte. Also ich bin eine Person, der immer sehr schlank ist, und ganz null Kohlenhydrate zu haben, fällt mir sehr schwer. Meine Körpertemperatur geht runter, ich verliere sehr, sehr viel Gewicht, und für Sachen wie Sport fühle ich mich nicht energieladen. Und deswegen auch, als ich mit Maniokmehl angefangen habe, dachte ich mir, okay, endlich kann ich Pfannkuchen backen, statt mit einem Mandelmehl, was nur Fett und Protein ist. Jetzt habe ich ein bisschen Kohlenhydrate dabei. Und außerdem ist das Backprodukt viel ähnlicher zum Mundgefühl von etwas aus Weizen als etwas aus einem Mandelmehl oder andere Sachen. Genau, von daher das nur ganz kurz dazu, aber von wegen Verwendung, Maniok im reinen Zustand, also unser Hauptprodukt ist das Maniokmehl, das kann wirklich für alles benutzt werden. Ich sage immer, man kann mit dem Maniokmehl alles backen, außer Croissants, aber gib mir ein glutenfreies Mehl bitte, was ein Croissant backen kann, also unmöglich, was wirklich ein Croissant entspricht. Aber von Brote, Brötchen, Pfannkuchen, Pizza, Waffeln, Kuchen, Keks, Gnocchis, Spätzle, Nudeln, Soßen andicken, Porridge, also die ganze Bandbreite kann man mit Maniokmehl backen, und die Rezepte kann man auf unserer Webseite finden. Alle die Rezepte, die ich gerade genannt habe, all die Sachen sind zumindest einmal auf unserer Seite als Rezept und teilweise mehrmals. Also wir haben unzählige Kuchen da, Apfelkuchen haben wir wahrscheinlich 5-mal da. Scheint beliebt zu sein, ne? Ja. Also was du gerade gesagt hast mit der Soße, das heißt, ich könnte es auch zum Beispiel mit einer Knochenbrühe vermischen und hätte dann vielleicht auch so eine Art Bratensoße oder sowas? Genau, ja. Mhm. Das mache ich sehr oft. Also ich mache irgendein Fleischgericht in der Pfanne oder im Ofen, also in der Pfanne auf Schmoren, auf dem Herd. Mhm. Und danach entsteht natürlich diese ganze Brühe davon. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Arten, Soße zu machen.
In Amerika machen wir eher weniger diese Mehlschwitze. Von daher, das ist nicht mein Stil. Aber ja, ich nehme einfach das Maniokmehl mit etwas kalten Flüssigkeit, sei es ein bisschen Sahne oder Milch oder Wein oder Wasser, je nach Ernährungsform, sagen wir mal so. oder wenn es kalt wäre, wahrscheinlich auch dann Knochenbrühe. Das schüttele ich ganz kräftig, damit das vermischt. In einem Und Glas dann, oder wie? wie bitte? Ja, In so ein einem Glas? Glas. Ich habe ein, ja. Ein Und Schüttelglas. genau. Und dann, ich habe auch eine geile, ja, Utensilie von meiner Oma, die ich benutze, die es hier nicht in Deutschland gibt. Aber das nutze ich. Es ist wie ein Schneebesen, aber anders. Und so mache ich das dann nach und nach in diese schon warme Flüssigkeit. Weswegen ich das natürlich vorher geschüttelt habe, ist, damit das schon einmal Teil von der Flüssigkeit ist und nicht aufstockt. Wenn das sofort ins Heißen kommt, dann stockt das auf. Also das machst du das auch mal irgendwie in so einer Art. Also ich finde, es eigentlich klingt echt mega, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, die ganzen Sachen, wo ich das jetzt kenne aus meiner Jugend oder Erfahrung, wo ich mal das erste Mal selber angefangen habe zu kochen und so, dann immer mit Mehl oder irgendwas dergleichen, wo du halt irgendwie immer danach dich nicht so geil fühlst einfach. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich würde das verwenden, dann kriege ich keine Blähung, mir geht's gut. Ja, Ja. ich krieg nicht irgendwie, keine Ahnung, Pickel im Gesicht davon oder so. Und es Ja. schmeckt auch noch Und es neutral oder so. schmeckt auch. Also das ist die beste von beiden. Er schmeckt und man ist nicht damit beeinträchtigt. Kennst du das? Du willst etwas glutenfreies backen oder kochen und alles scheint gut. Bis zu dem Moment, in dem du deinen Mund öffnest und dir das Essen reinschieben willst und du ein Gefühl der Enttäuschung hast, weil es einfach nicht geil schmeckt. Diese harten Zeiten haben ein Ende. Nutze einfach das Maniokmehl von Root für deine Speisen. Das Maniokmehl ist gluten-, Lektin-, Nuss- und getreidefrei. Daher ist es auch für Menschen mit Unverträglichkeiten oder besonders empfindlichem Darm bestens geeignet. Du kannst es für süße wie auch herzhafte Speisen verwenden und es ist frei von Pestiziden oder Düngemitteln. Mit dem Code PHYSIS10, alles groß geschrieben, bis auf die 10, sparst du 10% auf die Investition in deine Gesundheit. Gehe dazu einfach auf root.de, also root.de und gib den Code PHYSIS10 an der Kasse ein. Und weiter geht's mit der Folge und lass es dir schmecken. Ich bin gerade überlegen, weil ich bin jetzt gerade, ich habe mir jetzt so ein bisschen das Ziel gesetzt, im Winter, weil ich abends das Kickbox-Training und so, das ist mir einfach, schaffe ich aktuell schwierig mit Terminen und was weiß ich nicht alles. Und bin jetzt wieder ein bisschen so beim Krafttraining angelangt und wollte jetzt so die 80 Kilo mal erreichen für mich. Ich habe noch nie so viel gewogen. Wow. Und bin immer mal am Überlegen, wie ich das so mache. Und dann überlege ich gerade, wie könnte ich jetzt Maniokmehl zum Beispiel mal mit reinnehmen und ob es zum Beispiel in so einen Shake passen würde mit Eiern und mit Sahne. Und mit Kollagen zum Beispiel, ne? Das werde ich mal ausprobieren. Das könnte man machen. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich glaube, es gibt manche Leute, die sowas machen. Viele fragen mich immer davor, darf ich das machen, weil das noch nicht erhitzt oder gebacken ist, wegen Blausäure. Und wir haben das mehr getestet. Es ist also die Blausäureinhalt, was das Mehl hat, im rohen Zustand ist nicht gefährlich. Also es ist immerhin da, aber es ist auch in viele, viele andere Lebensmittel, die wir haben. Von daher kannst du das ruhig machen. Also das wäre das Allereinfachste. Oder wenn du sagst, morgens, um Kohlenhydrate zu bekommen, hast du auch ein Porridge. Wir haben ein Porridge-Rezept auf der Seite, was super darmfreundlich ist. Das ist mit, und das ist eine von den wenigen Rezepten, was ich selbst kreiert habe, weil ich das mit meiner Schwester angefangen habe und sie ist per se Rezeptentwicklerin, hat viele Rezepte entwickelt und dann habe ich mit einer anderen oder mit anderen Leuten
zusammengearbeitet dafür. Aber das ist ein Rezept, was ich für mich selbst entwickelt hatte. Das ist Erdmandelmehl, Maniokmehl, glaube ich, Bananen und Salz kommt sicherlich dazu. Und ich glaube, das war's. Also ich stehe auf unserer Homepage, aber das ist sehr hypoallergen. Dann und einfach so ein bisschen Rohmilch oder warmes Wasser, je nachdem, was. Nee, Wasser war das. Also Wasser. Weil das war in einer Zeit, wo ich dann wieder streng null Milchprodukte, null Getreide, null Saaten. Ja, und das es ist hervorragend. Also das kann ich nur empfehlen. Ich wollte nur sagen, andere leichte Form ist zum Beispiel, wenn du sagst, du isst gerne Brot, aber du hast wenig Zeit, das zu backen, dann kannst du an so unsere Brot- und Brötchen-Backmischung greifen. Und die erste paar Male muss man das ein bisschen üben oder also manchmal nicht. Die Mehrheit von den Leuten sagen mir, ah ja, das hat einwandfrei funktioniert. Aber bei anderen Leuten ist das nicht so. Oder wenn sie nie mit Brot auseinandergesetzt haben, ist das nicht so. Aber wenn man lernt, wie man mit unserer Backmischung umgeht, dann kann man sagen, okay, ich backe auf einmal 12 Brötchen oder 24. Sie sind mindestens 4 Tage haltbar bei Zimmertemperatur und aufgebacken sind sie wie frisch gebacken. Sie werden nicht trocken wie alle andere glutenfreie Brote, die du vielleicht kennst. Oder man friert sie ein oder der Rest von den Brötchen ein. Und da hat man dann auch Vorrat vieles, weil ganz ehrlich, es ist nicht viel mehr Zeit, ob du 4 Brötchen backst, was normal aus einem Rezept kommt, oder ob du 24 backst oder 12 oder so. Da ist dieser Zeitunterschied nicht so viel. Dann jeden Tag 6 Brötchen wegknallen? Was machst du dir da drauf? Nee, also nicht an einem Tag 6 Brötchen. Wenn ich jetzt 24 Brötchen backe, dann habe ich 4 Tage Zeit. Ja, genau. Dann also würde ich wahrscheinlich, ja. Teilen. Oder nicht so viele. 12 davon einfrieren. Aber ja. Stimmt. Das, ja. Du sagst, wie gehe ich damit um oder was? Genau, was machst du da drauf zum Beispiel, wenn du jetzt backst oder Brötchen isst? Also mein allerliebsten, war einfach weil ich vielleicht Amerikaner bin oder so, aber ist einfach Butter. Aber wenn das nicht so dein Ding ist, also Butter mit Marmelade oder ich bin jetzt Imker, Butter mit Honig oder einfach Honig, dann alles, was Salami oder Aufschnitt oder manchmal Knochenmark, weißt du, also ich esse, das habe ich auch von den Franzosen gelernt, Knochenmark mit grobe Salz, super, oder Lachs, Leberwurst, das kommt auch gut drauf. Mhm. Also es kann süß oder herzhaft sein, das mag nichts. Ja. Und ich esse sie am liebsten sogar am zweiten Tag, weil dann sind sie etwas fester. Ich nehme sie einfach ganz kurz unter Wasser und backe ich sie wieder auf im Ofen. Und man muss nicht den ganzen Ofen aufheizen, man kann einfach diese Grillfunktion machen, ein paar Minuten auf einer Seite, ein paar Minuten auf der anderen Seite und dann ist dieses Brötchen wirklich wie frisch gebacken. Mhm. Und ich lasse das abkühlen, dann ist die Kruste wieder etwas besser geformt, aber man kann das auch durchschneiden und toasten, das ist auch super lecker. Ja, gibt's viele Beispiele, ja. Ich höre es schon raus. Genau. Also ich habe mal hier in Münster ein Paleo Supper Club Abend gehabt. Und dann habe ich die Brötchen ganz dünn geschnitten, im Ofen austrocknen lassen.
Und die waren wie, ja, kann man sagen, ein bisschen wie Zwieback. Und darauf haben wir dann, ich glaube, das war Leberpastete. Ich habe Leberpastete gemacht. Das kam dann oben drauf. Kennst du das mit so rohem Hackfleisch? Kennst du das? Ja, in Das ist ja Münster ein. kennt man das. Also das kann man sehr oft auf dem Münstermarkt kaufen als Frühstück, weißt du, Brötchen mit Hack. Wo ich das aber gelernt habe, muss ich sagen, ich hatte einen Arbeitskollegen aus deiner Nähe, aus ja, eigentlich aus Güntersdorf bei Oschersleben. Und sie hat dieses gehackt, dass ich so, Gisele, was machst du mit rohem Gisela. Fleisch? Was? Ja, Gisela. Was willst du damit veranstalten, bitteschön? Es ist die Kaffeepause. Aber ja. Und die ganzen Münsterländer, oh geil! Ja. Das ist eigentlich so interessant, ne? Weil viele so rohes Fleisch, so, ah, und eigentlich so, seit sie klein sind, essen sie das Ja, Hackfleischbrötchen, genau. ja. Das ist Genau. so. Ja, das würde auch gehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, so für Familienalltag, für Kinder, ich meine Pancakes, ich meine, abgesehen von dem Müsli, was, oder von dem Porridge, was du erzählt hast, ne, und von den Soßen auch zu großen Mahlzeiten, was die Eltern mitmachen können. Aber Pancakes, habt ihr ja auch eine Mischung, glaube ich, ne? Wie Genau, machst du wir die haben so? ein, ja, also wir haben alle unsere Backmischungen sind auch normale Rezepte auf unserer Seite, also nicht die gleiche Rezeptur, weil das geben wir natürlich nicht raus, aber der Ursprung von alle unsere Backmischungen sind Rezepte, die wir einst hatten und immer noch auf die Seite stehen haben. Von daher, es gibt ein ganz leichtes Pfannkuchenrezept für herzhaft oder süß auf der Seite mit irgendwie drei Zutaten: Maniokmehl, Milch und Eier, würde ich sagen, und ein bisschen Backpulver vielleicht. Und das geht ratzfatz. Und das Beste ist auch, du kannst Pfannkuchenteig im Kühlschrank stellen, damit du das nicht nochmal morgen anrühren musst. Und das ist eine gute Sache. Oder wie du erwähnt hast, du nimmst einfach unsere Backmischung. Das ist gleich für Waffeln oder für Pfannkuchen. Dann hast du beide Sachen abgedeckt. Und da muss man einfach nur, also für die Pfannkuchen kommt Eier, Milch und irgendein Fett dazu, also Butter oder irgendein Öl. Oder wenn du das süß haben möchtest, dann ein bisschen Honig. Was ist so, wenn ich jetzt mal nehmen würde, es hört jetzt vielleicht jemand zu, der überhaupt sich nicht als Bäcker identifiziert, nicht als gut kochender Mensch identifiziert, Ja. wo würdest du sagen, sollen diese Menschen anfangen? Also was wäre so, es gibt ja auch ein E-Book, glaube ich, ne? Also was sagst du, was sollten sie sich das E-Book mal runterladen, sich ein paar Sachen durchlesen, mal Rezepte ausprobieren einfach? Oder was würdest du sagen, was ist so einsteigerfreundlich auch? Ja, also es ist wahrscheinlich leichter für die Leute, wenn sie mit einer Backmischung anfangen, weil dann ist gewährleistet, dass die Zutaten, die sie zusätzlich dazu kaufen müssen, dass sie drin sind. Und damit habe ich nur fast nur im Kopf die Art von Flohsamenschalen, die man, Entschuldigung, dazu kauft, um reinzutun. Das sind die gemahlenen Flohsamenschalen, weil das macht eine Menge aus. Und man muss dann auch nicht vieles ausmessen auf der Waage und so weiter, sondern da schüttelt man eine gewisse Menge rein in eine Schale Weil und das muss Verhältnis einfach, schon stimmt, ne? genau, das Verhältnis schon stimmt. Die meisten von unseren Tüten sind Vorratstüten, und das heißt, du nimmst eine gewisse Menge aus der Tüte raus, aber nicht die komplette Verpackung. Es sei denn, man sagt, ich möchte 12 Brötchen backen oder so. Aber in Massephase. der, ja, genau, in der Reihenfolge von leicht
zu etwas schwerer, würde ich sagen, Waffeln und Pfannkuchen, das ist das Einfachste, das kriegt jeder hin, besonders die Pfannkuchen. Und dann kommt Pizzateig, das ist auch ganz gut und unser Pizzateigrezept ist sehr, sehr hypoallergen, also eigentlich wie alle unsere Backmischungen, aber Pizzateig ist sogar für AIP-Ernährung, also für diese Autoimmunprotokoll geeignet, ist eine super Sache. Und das geht eigentlich ganz, ganz einfach, wenn man zusichert, dass man das genug dünn ausrollt, mindestens jede Pizza mindestens 30 cm Durchmesser, weil damit ist es gewährleistet, dass wenn du das im Ofen backst, mit dem Belag obendrauf, dass das auch unten knusprig wird. Die Schwierigkeit da ist nur, deinen Ofen kennenzulernen und zu sagen, okay, die erste Pizza war ein bisschen zu kross bei 15 Minuten, nächstes Mal machen wir das bei 14 oder 13 Minuten. Oder es war zu labberig, wir lassen das nächstes Mal ein bisschen, bis du sagst, mein Ofen bei 250 Grad ist backt eine super Pizza von Ruth bei 14 Minuten. Ich muss gerade dran denken, wo du das erzählst mit der labbrigen Pizza. Es gab eine Phase in meinem Leben, da waren wir am Wochenende immer bei jemandem zu Hause und hatte keinen Ofen, aber eine Mikrowelle und keiner von uns konnte natürlich kochen. Und wir haben eine Pizza in der Mikrowelle und das war so irgendwie so, aber irgendwie so auch so, Ja, wow. Das ist ja interessant. Geht das mit deiner Pizzamischung auch? Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ja, die Leute fragen immer solche Sachen so, kann ich die Brot und Brötchen in eine Backmischung machen, in eine Backautomat machen oder jemand kam auch auf mich zu mit von wegen irgendein Mikrowelle mit Grillfunktion. Das weiß ich nicht. Brotbackautomat geht, aber ich sage immer, die Leute fangen genau mit unseren Rezepten an, weil die genau für unser Mehl gemacht sind und fangen bitte schon einfach an mit dem Rezept, genau wie es geschrieben ist. Ich kriege unzählige E-Mails von Leuten. Ich habe deine Anleitung akribisch gefolgt, aber ich habe statt Eier, und da denke ich mir, dann kannst du das nicht akribisch gefolgt haben. Und ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Leute einfach ja alles genau die Anleitung folgt, wie es ist und die Zutaten. Und wenn sie dann sagen, okay, jetzt hat es gepasst, ich weiß, wie das geht, dann können sie anfangen zu experimentieren, wo sie sagen, okay, ich tausche einmal die Eier aus oder ich tausche meinen Backofen für meinen Backautomat aus. Und ja, dann können sie ins Experimentieren kommen. Und die andere Backmischung, was wir haben, die Brot und Brötchen, das wäre vielleicht das anspruchsvollste, aber für die Deutschen ist das die Problemlösung schlechthin, weil alle Deutschen sehr gerne Brot essen oder Brötchen. Das stimmt. Als ich die Firma gegründet habe, dann habe ich meine Schwester, die in Amerika lebt, habe ich ihr gesagt, ja, sie hat gesagt, ja, hast du ein Rezept, was du auf der Verpackung haben möchtest? Und ich so, ja, habe ich. Ah, hast du schon? Ja, welches denn? Ja, Brötchen. Und sie so, ach, du willst richtig schwer anfangen. Und ich so, ja, weil ich weiß, was die Deutschen mögen und wollen. Also das ist was, denen fehlt. Und also wenn sie glutenfrei essen. Und genau, also ich sage, dass die Brötchenrezept super einfach ist von der Backmischung. Ich empfehle die Leute immer mit den Brötchen anzufangen als Brot. Einfach weil die Teiglinge sind viel kleiner als ein Brotlaib. Und wenn du ein paar Fehler in der Vorbereitung gemacht hast, wo vielleicht dein Teig zu trocken ist, ist es leichter, dass eine kleinere Masse von Teig aufgeht als eine große, schwere Masse wie ein Brotlaib. Und
So gesehen hast du, ist das ein bisschen gelingsicherer, wenn du mit den Brötchen anfängst. Und ich würde auch nicht mit einem Vorratspack gleich 12 Brötchen ausprobieren, sondern einfach mit unserem Grundrezept von 4. Weil dann hast du eine kleine Teigmenge, dann im besten Fall hast du das gut gemacht und siehst du, wie soll dann der Teig sein, wenn das fertig ist? Wie viel Flüssigkeit hat das? Wie klebrig ist das? Und so weiter und so fort. Und ich habe ein paar gute, also für die Backmischung habe ich auf Instagram als allererste gepinnte Beitrag diese paar Videos, wie man die Brötchen am besten gebacken kriegt, sozusagen. Aber dann eine andere gute Möglichkeit für einen Einsteiger ist einfach das pure Maniokmehl zu kaufen und entweder die E-Books von uns zu kaufen oder einfach durch unsere Rezepte auf der Seite zu stöbern, weil dadurch lernt man eine gute Menge. Du hattest gerade noch erzählt und wegen Anfängern, da war dann noch irgendwie so noch ein Tipp oder so für Anfänger. Genau, und auch als Einsteiger kann man einfach unser reines Maniokmehl nehmen, weil dann ist man nicht, hat man keine Grenzen sozusagen und man kann dann für sich sagen, ich möchte bei diesem ganz einfachen Pfannkuchenrezept anfangen oder ich habe Spaß auf ein Zucchini-Brot zu probieren. Da kann man durch die vielen Rezepten gucken und sagen, was ist ein Rezept, was mir gefällt. Und wir haben zum Beispiel, wenn ihr auf unsere Seite kommt, dann wird ihr sehen, es gibt ein Newsletter-Anmeldeformular, wo man ein kostenloses E-Book bekommt von unseren 5 besten Rezepten. Das ist auch ein guter Anfang. Und ein persönlicher Favorit von mir sind die Hafercakes. Das ist vielleicht auch ein zweites Rezept, was ich, auch wenn nicht komplett entwickelt habe, ich habe das nachgebessert. Und das ist sehr einfach, kriegt jeder hin. Und genau, das würde ich sagen. Und für alle Einsteiger, wenn ihr Probleme habt, schreibt uns bitte an. Entweder ich oder meine Assistentin Johanna schreibt zurück. Also wir antworten wirklich jeder Kundenanfrage diesbezüglich. Assistentin, nicht Assistentin. Genau. Genau. Jetzt können ja, wenn ich mir die Produkte anschaue, ich meine, klar, da ist schon ein Preisunterschied, als wenn ich jetzt mir irgendwie im Aldi hier das Weizenmehl kaufe. Inwiefern setzt sich das denn zusammen? Also ich kann mir vorstellen, dass viele da jetzt vielleicht auch sagen, ey, dann bleibe ich doch lieber bei meinem Mehl so, anstatt irgendwie Root zu kaufen wegen dem Preis. Was ist das für ein, also was würdest du da Genau. sagen? Ja, ich sage immer, die Leute zuerst, man sollte sich fragen, warum Weizenmehl so billig ist. Und als Bauernkind selbst kann ich sagen, dass meine Eltern von Subventionen im großen Teil gelebt haben. Und das ist nichts anders für die Bauern in Deutschland. Alles ist künstlich billig gehalten. Und ich sage, haben unsere Bauern das wirklich verdient? Die Leute, die uns das Lebensmittel produzieren, haben sie das verdient, wirklich von Subventionen leben zu müssen? Das ist für mich traurig, noch trauriger als Bauernkind. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen einem Produkt wie Maniokmehl, was aus einem Land kommt, wo es keine Subventionen gibt. Das wird dann auch importiert, weil das nicht in Deutschland angebaut werden kann durch die Klima. Und das kann dann nicht konkurrieren mit einem Weizenmehl, was in Massen produziert wird und auch dann subventioniert ist. Und man kann aber auch Weizenmehl kaufen, was viel teurer ist.
wenn man sagt, ich kaufe das von einem guten Produzent wie wir, wir kaufen mit fairen Preisen von Kleinbauern, natürlich kostet das dann mehr als sogar andere Maniokmehle, weil wir Wert darauf legen. Wir legen Wert auf die Reinheit vom Mehl, das, was ich erwähnt habe, vom Blei. Und genau, das, ich bin auch kein Rewe. Ich kann nicht mit 1 Cent Marge leben. Oh Wunder, oh Wunder. Und daher kommen diese Preisunterschiede zusammen. Aber interessanterweise, wenn man zum Beispiel, ich empfehle immer die Leute, unsere Probipacks auszuprobieren. Wir haben einen Code auf der Seite, Testpaket heißt das. Damit kann man einmal versandkostenfrei einen Probipack bestellen. Dann kann man das Mehl oder die Backmischungen ausprobieren oder mehrere davon. Und wenn man sagt, ach, das hat mich eigentlich ganz gut gefallen, ich kaufe jetzt aber in mehr Mengen, wenn man einen 6er-Pack als Abo bestellt zum Beispiel, dann sinkt der Kilopreis so, dass jede Brötchen ungefähr 70 Cent vom Maniokmehl kostet. Und das ist sogar weniger, als was man beim Bäcker für ein Brötchen hier in Münster bezahlt, oft, wenn man zu bestimmten Bäckern geht. Also ein Preis von über 1 Euro ist nicht, also das ist ganz normal hier. Ich glaube, in vielen Ecken von Deutschland. Ja, ich kaufe so selten Brötchen, aber wenn ich jetzt so einen Supermarkt irgendwie, keine Ahnung, was da kostet, aber es ist schon krass, wie die Preise sich da verändert haben über die Jahre. Genau. Gerade weil der Weizenmehlpreis ja, glaube ich, auch deutlich, also obwohl er so immer noch billig ist, quasi trotzdem schon gestiegen ist. Ne? Ja. Genau. Von daher, und das macht die Leute dann wieder denken, okay, es ist dann gar nicht, wie ich gedacht habe. Ich kann damit gut umgehen. Und ein Maniokbrötchen hat auch einen Vorteil, dass das viel mehr sättigt als ein Weizenbrötchen zum Beispiel. Oft ja, sagen mir die Leute, ich habe immer 2 Weizenbrötchen gegessen, jetzt kann ich mit 1 Maniokbrötchen satt werden. Oder ich habe immer 1 Brötchen gegessen, jetzt kann ich ein halbes Maniok. Oder so, ja. Aber wenn ich so raushöre, wenn ich jetzt das testen wollen würde, ich nehme den Code TESTPAKET bei Root. Genau. Und dann könnten die Leute ja dann den separaten Code Physis oder was auch immer, das dann in der Folgenbeschreibung für die größere Bestellung verwenden. Genau, so würde ich das machen. Erstmal, also wobei manche Leute sind überzeugt und sie kaufen, sie decken sich erstmal ein. Und dann kommt dein Code für von Bewusstsein und Physis, du hast die genaue, wie das heißt, dann ist das eine bessere Wahl, als nur Versandkosten zu sparen, weil ab 40 Euro in Deutschland ist Versand sowieso kostenlos bei uns. Von daher kommt dann ein 10% Rabatt viel weiter als was anderes. Right, genau. Ja, dann haben die Leute ja jetzt eigentlich eine gute Versorgung an Informationen. Und ich denke, wer bis jetzt hier zugehört hat, ist dann auch eine gute Belohnung auch für die Leute, dass sie dann bis zum Ende gehört haben und es ausprobieren können. Und wenn es von deiner Seite her, also ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr, wenn es von deiner Seite sonst noch irgendwas gibt, was du unbedingt noch erzählen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Und ansonsten kannst du natürlich gerne nochmal die Internetseite nennen, dein Instagram, je nachdem, was du nochmal so für Quellen nennen möchtest, beziehungsweise wo sie dich finden können, die Leute, falls sie zum Beispiel nochmal Fragen haben oder so. Genau. Nein, also erstmal habe ich keine weiteren Punkte, die ich sagen möchte. Ich bedanke mich sehr, dass ich dabei sein dürfte. Und die Leute, sie können uns bei root.de finden. Root wird mit 2 U geschrieben statt 2 O. Und auf Instagram sind wir bei Root Original zu finden, auch auf Facebook.
Und wenn man auf unserer Seite ist, dann kann man Teil von unserem Newsletter sein. Das kommt wöchentlich mit Rezepten und andere Tipps, Backtipps und Vorschläge oder Aktionen. Wir machen viele Aktionen über unser Newsletter, damit man hier und da was sparen kann. Also genau, das sind die. Und in Reformhäuser sind wir auch mehr und mehr zu finden. Einfach Ach so, in Reformhäuser. Auf der Seite. Ja, stimmt. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, lieber Alan, danke für deine Zeit, für die Informationen. Ich habe auch wieder viel gelernt und weiß jetzt endlich, was Maniok mehr auch im Detail ist. Und ja. werde natürlich berichten, wie die Sachen funktionieren für mich, wo ich sie integriere in der Massephase. Und ja. wünsche dir eine schöne Zeit und genau, viel Erfolg weiterhin und danke für dein Dabeisein hier. Ja, vielen, vielen Dank. Dann, liebe Leute, teilt gerne die Folge mit Leuten, wo ihr sagt, okay, die haben vielleicht Verdauungsbeschwerden, weil sie möchten was in ihrem Lebensstil ändern. Sie möchten vielleicht auch eine Alternative zu Getreide, zu Weizen und so weiter finden und sie wissen einfach nicht was. Ja, dann schickt denen gerne mal die Folgen und unterstützt sie dabei einfach auf ihrem Weg zur Gesundheit, weil wenn wir die Informationen haben, dann können wir uns anders verhalten und wenn wir uns anders verhalten, dann haben wir natürlich andere Ergebnisse im Leben und das wünschen wir uns ja alle, dass es den Menschen einfach ein bisschen besser geht und wir da eigenverantwortlich einfach was machen können. Und in dem Sinne, esst echtes Essen, trefft echte Menschen und ja, habt ein echtes Leben. Jawohl. Mach's gut, Alan, und alle, die dazuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, Alan. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.